Guten Morgen, liebe Nation. Guten Morgen. Es gibt Frühstück. Wir haben es um 8:30 und dieser Platz hier ist eine Entschädigung für das extreme Suchen gestern. Ja, definitiv. Schön ruhig. Genau, wir konnten gut schlafen. Klar, jetzt am Morgen hat man unten die Bundesstraße gehört, aber ja, ist halt ein Wecker. Man muss halt nicht anderweitig gucken, dass man einen Wecker stellt. Ist aber nicht laut. Laut ist es nicht. Aber man hört es. Bisschen. Ich habe nicht gesagt, dass es Krach macht oder so, aber man hört es. Mann. Ja, wir werden jetzt lecker frühstücken. Mit dem leckeren Toaster. Seht ihr das? Da ist der Toast. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Jo, und dann nach dem Dings, also gewaschen haben wir uns auch schon, ja, also wir waren schon sehr fleißig heute. Und wie gesagt, nach dem Frühstück erzählen wir euch, wo es als nächstes hingeht. Jo, und dann hoffen wir mal, dass das alles so wird, wie es werden sollte. Und momentan regnet es nicht, ist schon mal auch was sehr Besonderes. Es regnet nicht. In diesem Sinne einen guten Hunger. Servus. Servus. Grüezi. Und hallo. Genau, aus Deutschland. Wir sind hinter Garmisch-Partenkirchen und wir werden euch gleich etwas zeigen, wieder mit der anderen Kamera, damit ihr besser sehen könnt als wir, weil wir sehen schon. Ist schon Hammer. Soll wohl die Zugspitze sein. Ja. Zumindest das Zugspitzgebirge, also hier, also wo die Zugspitze irgendwo mit dabei ist. Also irgendwo ging es rechts ab zur Zugspitze, also von daher kann man davon ausgehen, dass die... Das war wohl sehr nah dran vorbeigefahren sind. Genau, wir werden jetzt einmal die Kamera drehen und dann seht ihr mehr. Da ist es. Genau, da wird wohl irgendwo die Zugspitze dazugehören. Wahrscheinlich das linke da, ja. Das Spitze. Oder so. Nee, da ist ja irgendwas zu, ist ein Pelüppel drauf. Kann ja sein, dass auch da hinten, auf jeden Fall, es gehört wohl dazu. Ja. Auf jeden Fall sieht das schon ganz schön aus. Leider hatten wir nicht so viel Schnee jetzt bei uns. Wir hätten uns gerne noch einen Pass gewünscht, wo wir über Schnee gefahren wären, aber ne, war halt leider nicht. Tja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wobei, eigentlich eher unwahrscheinlich. Nee, jetzt wird es unwahrscheinlich. Also da müsste schon viel passieren, da müssen wir ganz schön Umweg fahren. Ja. Um nochmal so viel Schnee zu sehen. Aber hier gibt es noch was anderes. Das zeigen wir euch auch. Wir sind nämlich auch am Fluss. Genau, an der Loisach. An der Loisach, genau. Da oben gibt es noch ein paar Berge. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ein bisschen Berge. Auf der anderen Seite genauso, genau, da man oben. Ist ja halt auch in den Alpen, ne? Ich glaube, Garmisch-Partenkirchen kann man sagen, sind die Alpen. Ja, ist auch schön. Zumindest wollte man was euch noch zeigen, bevor wir jetzt nämlich gleich auf die Autobahn fahren und dann gibt es nämlich erstmal nichts zu sehen.
Genau. Willkommen in der Krachstadt München. Wir lassen uns gerade nach einer Uhr navigieren. Ja, die zeigt den Weg. Bürgergrillbar Hans im Glück, das sagt mir was. Irgendeiner, wollte nicht irgendeiner Hans im Glück haben? Ja, mein ehemaliger Chef. Wollte er sagen, irgendeiner. Irgendwo erkenne ich das doch. Davon habe ich doch schon mal gehört. So, wir wollen zur Tourismuszentrale. Und warum? Ja, erstmal wollte ich sagen, wo das Ding ist. Ach so. Und zwar am Marienplatz. Weil wir wohl nächstes Jahr eine Tour hier nach München machen. Und dazu brauchen wir Touri-Infos. Ja, damit wir auch wissen, wo wir hin müssen. So. Immer schön glotz, glotz. Wir müssen geradeaus rüber. Ja. Sehr gut. Aber wir wollen natürlich an der Ampel stehen bleiben. Ja. Gleichzeitig schauen wir uns ein bisschen München an, wenn wir schon mal hier sind. Und vielleicht schauen wir auch noch in einem neuen Handy. Wir wissen es noch nicht. Wir gucken mal, ob wir so einen Telekom-Shop finden. Ja? Bestimmt. Ja. Und da ich hier mich natürlich auf konzentrieren muss, auf die Straßen etc., machen wir das erstmal kurz wieder aus und bei einem schöneren Blickwinkel machen wir das, melden wir uns wieder. Genau. Wir sind jetzt am Marienplatz. Mhm. Hinter uns das Rathaus. Ja. Und vor uns der Petersplatz. Wahrscheinlich mit der keine Ahnung was für eine Kirche. Ich filme gleich nochmal rum. Genau. Er macht einmal den Rundumblick. Gott sei Dank, es sind genug Menschen da, dass man auch hier filmen kann, ohne dass sich einer beschweren könnte. Mhm. Und ja, wir sind weiterhin auf dem Weg zum Tourismusinformation und zum T-Mobile Shop. T-Mobile Shop habe ich schon gefunden. Tourismusinformation, weiß ich, wo sie ist. Ja, da werden wir jetzt als nächstes hin. Und ja, jetzt wird einmal rundherum gefilmt, damit ihr auch mal München seht. Habt ihr ja noch nie gesehen in eurem Leben. Dass hier ein Fußballspiel stattfindet mit München gegen irgendjemand. Denn hier sind solche komischen Fußballfans. Offizielle. So, wir haben dann mal ganz schnell die Touristeninformationen gefunden. Ja. Da. Und wir sind nicht weit gekommen. Wir sind immer noch im Rathaus. Also, ja, da wollen wir uns mal ein bisschen informieren, ne? Was wir nächstes Jahr hier machen können. Ja, schauen wir mal. Hallo. So, ein Satz mit X. Das war wohl nichts, obwohl fast. Für nächstes Jahr haben wir schon mal die ganzen Informationen, die wir brauchen. Das ist schon mal wichtig. Eine ganze Menge. Aber mit der Telekom, das war nichts. Ich wollte ja eigentlich mir heute ein neues Handy besorgen, aber das geht in keinem einzigen Geschäft. Nee, das musst du selber als Kunde persönlich bei der Telekom machen. Hast du zwar ein Recht, aber du wolltest dir schwer machen. Was auch schwierig ist, es hat doch keiner dieses Telefon. Ich will anscheinend ein so besonderes Telefon, dass es das nirgendwo gibt. Tja, wer weiß. Das ist unfassbar.
Na gut, dann ist das halt so. Wir werden jetzt zum Münchner Dom noch wandern, weil wir ja Bock haben, noch hier ein bisschen was zu zeigen. Ja. Wir zeigen gleich nochmal. Und selbst auch was zu erkunden, ne? Genau, wir müssen schon mal was vorerkunden. Und Stefan wird gleich nochmal einmal so den Blick über den Viktualienmarkt kurz machen. Und dann melden wir uns wieder vom Münchner Dom. Genau. So, wir haben wieder den Spot gewechselt, sind jetzt am Dom, wo ich mir dachte, das Ding heißt Marienkirche. Nee, das Ding heißt Dom. Man ist nicht gebildet, man merkt das immer wieder. Zumindest das, was die bayerische Nationalität angeht. Nichts. Tja. So, und damit wir das. Man muss ja nicht alles wissen, ne? Nee, man muss auch nicht wissen, wo Bayern, was hier ist, in München, ne? Genau. Außerdem lernen wir das alles noch, wenn wir nächstes Jahr hier die Tour machen. Dann wissen wir mehr über die Stadt. Vorher müssen wir es nicht wissen. So, wollen wir jetzt einmal nochmal die Kamera wechseln? Ja, würde ich sagen. Machen wir das mal. So, da sind wir. Das sind nicht die Glocken von Rom? Nein. Ist das gerade Punkt 12 oder geht die Uhr da falsch? Die Uhr geht falsch. Die geht gar nicht. Die geht aber richtig falsch. Ja. Also es ist nicht Punkt 12, sondern es ist jetzt 13.21 Uhr ganz genau. Also in München ist es immer Mittag. Genau. Gut zu wissen, dann ist es egal, wann wir was essen. Wir können immer essen, weil es ist ja immer um 12. Wir sind zurück in unserem Auto, haben euch jetzt nicht viel von München gezeigt, das wissen wir. Wir wollen nächstes Jahr hierher, dann aber mit Schwiegereltern und Eltern. Ne? Ja. Also seine Eltern, meine Schwiegereltern. Mhm. Und da werden wir aber mit dem Bulli nicht fahren. Das erste Mal fliegen. Das erste Mal fliegen. Jetzt fängt der jetzt damit schon an. Ist der Tag jetzt schon versaut? Ist das nicht Hammer? Nein. Ist doch schön. Und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal mit dem Bulli oder mit einem anderen Fahrzeug hierher. Und dann zeigen wir euch vielleicht auch mal München, weil dann haben wir schon mal ein bisschen was gesehen. Also wir werden nächstes Jahr eine Vorinformationsveranstaltung für uns machen. Und dann habt ihr davon mehr. Weil jetzt haben wir euch nur ein paar Sachen gezeigt. Ja, weil wir halt da gerade mal hin mussten. Jetzt geht es Richtung Erding zum Rewe. Wir müssen nämlich einkaufen und Flaschen wegbringen. Ganz wichtig, Flaschen wegbringen. Ja, wir haben eine haufenweise Flaschen. Die sind wir ja natürlich in Italien und so weiter nicht losgeworden. Genau. Ist ja eine andere Pfand. Genau. Ein anderes Pfandsystem oder beziehungsweise gar kein Pfandsystem. Und ja. Und die wollen wir jetzt loswerden. Ja, und dann werden wir mal schauen, was der Tag noch so bringt. Ob man sich in Erding noch mal was anschaut oder nicht. Also, wir sind gespannt und ja, seid ihr es auch. So Leute, hallo. Wir sind in Erding angekommen und zwar beim Rewe
Und wir haben etwas ganz Besonderes jetzt erreicht. Ja, es ist weg. Das werden wir aber gleich zeigen. Stefan zeigt das gleich und wir ändern mal kurz die Kamera. So, was ganz Besonderes haben wir. Gerade eben die 40.000 erreicht. Ja, 40.000, man glaubt es kaum. Ja. Sind wir mit diesem Auto schon gefahren und waren allein in diesem Jahr in 10 verschiedenen europäischen Ländern. Mhm. Letztes Jahr waren wir ungefähr in sehr vielen anderen europäischen Ländern, aber ich glaube, da waren es nur 7. Mhm. Ja, also der Wagen kommt schon ganz schön umher mit uns. Ja. Sind ja nicht umsonst die Kreuzfahrtbullis. Ja. So, wir fahren jetzt einkaufen, bringen Flaschen weg und dann suchen wir uns einen schönen Schlafplatz. Es ist zwar erst um kurz vor 3, also 2:30, aber... Wer weiß, wie lange die Suche wieder geht. Genau, weil wir, so weiß es ja nicht. Wir haben mehr Zeit für die Suche eingeplant, falls wir wieder Arschkarte haben und wir suchen stundenlang nach einem Parkplatz. Genau. Haben wir gedacht, machen wir es doch lieber jetzt. Genau. So, dementsprechend melden wir uns nach dem Einkauf wieder. Bis dann. Wir sind angekommen auf dem Wohnmobilpark in Erding. Und was sieht man da? Die Sonne scheint. Ja, die haben wir mitgenommen aus Italien. Aber jetzt am Gardasee, nehmen wir mit. Und in Österreich haben wir sie nicht rausgepackt. Nein, weil ja, bei den Suche geduldet. Ach, das war ja auch doof mit den Parkplätzen. Also. Aber gesagt, brauchen wir keine Sonne. Die Sonne nehmen wir hier mit, wenn wir in Erding und in München sind. Genau. Ja, da ist die Therme Erding. Da wollen wir morgen rein. Und bezüglich dem Wohnmobilhafen, den es hier gibt, da wollen wir jetzt schnell ein Video drehen. Und ich bin so ehrlich, das zweite Mal, weil gerade unser blöder Akku leer gewesen ist. Ja. Wir haben alles aufgezeichnet, aber ohne Ton. Also drehen wir jetzt alles noch einmal. Wir haben ja Übung drin und dementsprechend los geht's. Bis dann. So, dritter Versuch. Ihr glaubt es echt nicht, was hier heute los ist. Zum dritten Mal habe ich jetzt diesen Rundgang gemacht. Stefan ist schon gar nicht mitgelaufen, der hat nämlich keinen Bock mehr gehabt. Der kümmert sich jetzt ums Essen. Wir waren zwischenzeitlich auch schon mal in der Therme und haben uns ein paar Informationen geholt. Was für Informationen, das sagen wir euch gleich. Beziehungsweise ein kurzer Tipp, man kann wohl dort hinten auf dem Parkplatz stehen, wenn man Eintritt bezahlt hat für diesen für die Therme in Erding, so rum. Und das haben wir uns schon mal ein paar Informationen geholt, dazu aber gleich mehr. Und jetzt hoffe ich, dass alle Videos was geworden sind. Wie gesagt, ich bin jetzt zum dritten Mal um diesen Platz gelaufen und irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr. Und naja, ich werde jetzt mit dem Essen belohnt hoffentlich. Und ja, wann seht ihr das Video, wenn es funktioniert hat? Dann seht ihr es in so 3-4 Wochen. Also wir kommen jetzt, wir sind ja gerade hier, wie gesagt, in München und dann jetzt in Erding. Und ich gehe davon aus, wir kommen ja aktuell nach meinem Kenntnisstand wöchentlich. Wie gesagt, in 4 Wochen. Dann müsste das Video von dem Wohnmobilhafen in Erding rauskommen. Ja, und jetzt gehe ich rein, weil es ist auch langsam frisch. Wie gesagt, dreimal hier um Platz laufen, unfassbar. Stefan hat euch jetzt was zu sagen, weil er immer wieder was vergisst. Und wir versuchen das jetzt auf Video aufzunehmen, damit er es vielleicht dann sich endlich beibehält. Eigentlich wollte ich keine kompletten Steaks mehr braten. Oder zumindest Putensteaks nicht mehr oder Hähnchensteaks. Weil das spritzt immer so dolle. Aber irgendwie machen wir es immer wieder. Schmeckt ja auch lecker. Tja, mal sehen, ob es das nächste Mal klappt. Oder auch nicht. Also Stefan, ich spreche jetzt zu dir, von Bild zu dir in live. War total schwachsinnig, weil eigentlich sitzt du da, aber damit du dir das merkst,
keine großen Hähnchenbrustfilets mehr braten. Da spritzt wie Hulle. Das kannst du vielleicht zu Hause machen, da haben wir entsprechende Deckel, die du drauf packen kannst. Aber hier im Bulli geht das nicht. Merk dir das endlich. Hast du gehört? Ja, nachdem wir diese wichtige Botschaft gerade mal in den Äther geblasen haben. In den was? In den Äther, nicht in den After. Äther. In den Äther, das ist so Funk, ne? Aha. Na, keine Ahnung. Erklär mir ihn später mal, wenn er groß ist, erklär mir ihm das mal. Und zwei, jetzt muss ich gerade überlegen, weil jetzt war ich aus dem Ding. Ja, ich habe es geguckt. Ihr könnt euch freuen, es gibt tatsächlich dieses Video vom Wohnmobilpark Erding. Außer sie werden irgendwie gelöscht, dann kriege ich natürlich jetzt doch die Krise. Aber ihr werdet, also rein theoretisch, technisch gesehen, hat es funktioniert und ihr könnt die Videos sehen. Dann waren wir ja in der Therme in Erding. Und haben uns informiert, also morgen ist das kein Problem. Wir hätten wahrscheinlich heute sogar schon übernachten können und hätten zwei Nächte vielleicht stehen können, weil, wie gesagt, diese Thermenwelt, da musst du den ganzen Tag drin bleiben. Da kannst du nicht hinreisen, reingehen und dann wieder abreisen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also wir hätten da schon stehen können. Der Platz ist lustigerweise genauso wie in Euskirchen. 1:1 derselbe Platz, auch von den Leuchten her. Also das kam uns sehr bekannt vor. Naja, morgen sind wir gespannt, wie das wird. Heute gibt es lecker Kartoffeln mit Hähnchenbrustfilets im Ganzen, obwohl er es nie machen wollte. Mit leckeren italienischen Möhrchen und Erbsen. Und dazu wahrscheinlich noch ein Becher und ein Glas Wein. Viel ist ja nicht mehr da vom Riesling, aber trotzdem, das trinken wir noch. Cola gibt es wahrscheinlich auch noch. Und eigentlich wollte ich einen O-Saft trinken, aber naja, den packen wir dann in den Kühlschrank, weil ich weiß gar nicht, ist denn der Sekt schon, ist der Riesling schon draußen? Der Sekt nein, der Riesling auch nicht. Siehst du, da muss man eh wieder ran, ich kenne doch meinen Mann, wenn ich nicht dabei bin, vergisst er die Hälfte. Und mit Absicht noch nicht draußen. Und dementsprechend, da kann ich ja den O-Saft da reinpacken. Ja, so viel dazu und Fotos gibt es dann wieder vom Essen und vielleicht auch nochmal eine kurze Aufnahme. Oder wollen wir eine Aufnahme machen? Ja, weiß es noch. Entweder seht ihr eine Aufnahme oder ihr seht Bilder. Seid gespannt. So, wir haben lecker gegessen, wir haben abgewaschen, wir haben das alles weggebracht schon. Also Stefan hat das weggebracht. Wir haben Daten gesichert. Und meine Güte, wir haben ganz schön viel schon produziert in diesem Urlaub. Also das heißt, ihr bekommt viele Videos zu sehen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch alle, also nicht ich, sondern wir hoffen, dass ihr natürlich da Freude und etc. empfindet. Ja, wir werden uns langsam aber sicher Bettgeh fertig machen, werden noch im Film wieder schauen, werden die ein oder andere Chips schnabulieren, also mindestens ich werde es machen, ich weiß nicht, ob Stefan das möchte, aber ich werde es tun. Und ja, dann werden wir morgen in die Therme gehen. Dazu aber morgen mehr und in diesem Sinne wünschen wir eine gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao. Gott sei Dank, muss man sagen. Wir hatten hier kurz ein Video gedreht, wo wir das Wasser. Aber es geht, man kann ne fahren. Ein paar Schlaglöcher drin, klar. Ich soll wieder halten, jetzt kannst du wieder nicht mehr, ne? Doch, ich kann das. Ich hab dann auch viel gefunden, war gar kein Problem. Bergen, es geht wieder hoch in den Norden. Aber nicht. Ja, hier ist das dann einmal rundherum. Russischen Kennzeichen. Die werden jetzt wahrscheinlich. Aber wir werden mal schauen, ob wir uns einigermaßen beherrschen. Wenn es uns gefällt und wenn es uns nicht gefällt, dann kaufen wir es. Was haben wir jetzt? Ja. Regnungsbleiben. Vielleicht haben wir Glück und sind das nicht nach Leipzig, wie wir wollten, sondern sind im Endeffekt.